Hallo und willkommen zurück zu Medieval 2. Zuletzt haben wir eine erfolgreiche Schlacht gegen Frankreich geschlagen. Wir haben uns belagert. Wir haben eine gewaltige Übermacht besiegt und die Gefangenen hingerichtet. Wir haben alles vernichtet, was uns da in den Weg kam, was wir da noch gefangen nehmen konnten. Jetzt werden die allerdings angegriffen von den Dänen hier oben. Und die haben unseren Hauptmann Leonard hier bestellt. Der ist hier oben gelandet. Die Schlacht müssen wir jetzt leider schlagen auf dem Zu den Wachen, Schlachtfeld. Männer! Der Gucken wir mal. Oden wartet! Gucken wir mal, wie wir da rauskommen. Also rauskommen wir da eigentlich nur durch einen Sieg oder gar nicht. Er hat uns schon mal gestellt. Wir haben uns zurückgezogen und das war nicht ganz erfolgreich. Deswegen bleibt uns jetzt nur Unsere Feinde scheinen die Oberhand in dieser zu Schlacht zu siegen gewinnen. oder zu verlieren. Entweder wir siegen oder wir verlieren alles. So. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal hier oben rauf zurück. Gemütlich hier oben auf den Hügel. Ja, hier oben rauf können wir. Dann darf der Gegner da mal hochrennen. So, wir lockern unsere Formation auf, falls der da noch Bogenschützen einsetzen möchte. Er hat nur Miliz. Er hat nur Stadtmiliz, nur Sperrmiliz. Ja, Stadtmiliz, Stadtmiliz. Ah, da haben sie nordische Bogenschützen. Aber wenn die laufen, können die natürlich auch nicht schießen. Laufen wir mal weiter. Ja, immer schön in Bewegung bleiben. Da haben die Truppen, die rennen. Rennen wir auch mal. Wollen ja nicht, dass wir hier. Ah, wir müssen in Bewegung bleiben. Wir müssen selbst in Bewegung bleiben, sonst kann der Gegner natürlich seine Bogenschützen einsetzen. Wie man ja gerade schon gesehen hat. Das wäre nicht schön. Da vorne hat er sie, glaube ich. Ja, genau. Hätten rüber. Wenn wir hier mal über die Spielfläche. Oder über das Schlachtfeld. Ja, dann darf der Gegner mal rennen. Seine Truppen hier rüber schicken. Und sie erschöpfen lassen. Ja, wir uns da hinten mal wieder ausruhen. Da hat er seine Bogenschützen bei. Naja, vielleicht rennt er ja noch mal ein bisschen was auf an Truppen hier. Sind noch ganz schön weit weg. Ja, sollen sie mal kommen. Was sieht er da hinten? Stadtmiliz. Bogenschützen. Da mal sagen, das sieht ganz gut aus, dass er die da so teilt. Jetzt rennt er hier wieder bergan. Ja, ich glaube, da kommen wir. Ah, guck mal da hinten. Da hat er seine nordischen Bogenschützen auf. Also hier hinten stehen lassen. Wir sind eigentlich noch recht ausgeruht. Hätten wir wieder bergauf rennen. Und wir versuchen nach wie vor hier irgendeinen Teil zu separieren. Dann da rein zu rennen.
Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu eng rankommen. Dass er hier nicht zumacht. Aber das passiert nicht, das sieht nicht so aus. Das funktioniert, dann ziehen wir den jetzt darüber. Ziehen unseren Truppen hier oben hin. Und greifen dann gleich die hier an. Die Sperrmiliz. Bisschen schneller. Rennt mit seinen Truppen hier unten, die sind schon eifrig. Na, Moment mal. Was ist denn das? Da müssen wir halt schnell reagieren. Und rein da. Und zurück. Sofort da raus. So, und weg von hier. Die haben auf jeden Fall schon mal ein paar Leute verloren. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie viel die hatten, wäre es natürlich hilfreich. Weiß ich leider nicht. Aber so wäre es möglich, sie zu besiegen. Aber, na gut, seht ihr selbst. Eigentlich ist es ziemlich unwahrscheinlich. Ah, leider werden wir die Schlacht hier auch verlieren. Wir haben zu wenig Truppen. Und die haben ja hier nur Sperrmiliz, also überhaupt nicht das, womit wir uns hier eigentlich anfreunden können. Raus, raus, raus. Naja gut, machen wir es mal kurz. Machen wir es kurz, nehmen wir den vielleicht noch die Sperrmiliz weg. Die Bogenschützen weg. Versuchen wir das mal. Den nordischen Bogenschützen noch ein paar abnehmen. So, 50 hatten die ja. Jetzt noch 30. Habt Mitleid, Herr. Ja. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Ja, ich weiß. Zurückziehen können wir uns leider nicht. Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert. Denn die Niederlage scheint fast sicher. Ich weiß doch. Vom Regen in die... Das ist keine Art zu... Schade, schade, schade. Des Nordens. Unser General flieht vor dem Feind. Und lässt seine Truppen zurück. Ach, aber wir haben den gegnerischen General getötet, oder? Na, ja, das ist doch super. Einen gegnerischen General zu töten. Hat auch was für sich. Das sind die Bogenschützen? Unsere Männer haben lange gekämpft und sind müde. Hier rüber und dann da rein. Okay, dann war's das. Wir haben heute eine empfindliche Niederlage. Ja. Okay, na, wie ihr seht übrigens hier, der Cursor ist immer noch fehlerhaft. Ich konnte ja nach der letzten Folge nicht speichern, weil wir ja direkt in der Schlacht waren, die uns Dänemark aufgedrückt hat. Rückzug oder Tod. Hey, ich dachte, wir können uns nicht zurückziehen. Heute na, super. Gehen wir nicht weiter, mein König. Aber in die Richtung sollten die ja auch, in Richtung Hamburg. Und da kommen die Dänen mit einer großen Armee. Ah. Jetzt wird's interessant. Ah, ein Attentäter. Der hat hier einen... Oder war das ein Ketzer? Ich glaube, das war ein Ketzer, der hier einen Priester getötet hat. Und da ist noch ein Ketzer, der jetzt Richtung York geht. Eine Braut, die nehmen wir. Gefangene freigelassen. 6 Gefangene haben die freigelassen. Okay. Ehrenvoller Tod. Robert... Der in der Schlacht gefallen. Truppenbericht ist wichtig. Jo, passt. Stettin. Gut.
Musterungshalle, da können wir bauen. Ja gut, das brauchen wir nicht. Ja. Schiff, das können wir da stehen lassen. Segel setzen. Falsche Maustaste wieder mal gedrückt. Die müssen Befehle? Unbedingt nach Hamburg. Männer, marschiert! Und hier fortgebildet werden. Ja. Ja gut, so, das ist das. Dann, da ist eine feindliche Wir müssen Flotte. Mit uns um diese Wasser kämpfen. Wohin geht es? Das ist unsere Flotte. Ja. Dann der Franzose hier noch eine Flotte. Feind unterscheiden? Wir haben 14 und er hat unbekannt wohin viel. Geht es? Dahin Wie bitte. Wünscht, Kapitän. Mein Herr? Und mit denen greifen wir hier ebenfalls ja, mein an. Herr. Greifen an. Sehr gut, die Flotte ist besiegt. Mein König, der Tag gehört uns. Der geht dahin. Wohin den können wir nicht es? Zusammenführen. Und die rekrutieren noch eine Kogge. Und die hier geht ja. nach Brügge. Wie ihr wünscht, Kapitän. Tier fortgebildet. Und wir rekrutieren auch da noch eine Koggeneinheit. So, die. Mein König! Gehen dahin. Vorwärts! Die mein gehen König. Hierhin. Männer, marschiert! Ich sorge dafür, da. Dass sie euch fürchten. Stelle eine Mächte. Mein König! Wir ah. werden niemals ah, okay. König. Eure Befehle? Ah, hat nicht Wie ganz geklappt. Euer Befehl? Mein König! Okay. Wie kann ich dienen? Der ist hoffentlich gut. Oh, weiß ich nicht. Um so ein Ketzer. Keine Sorge! Ihr werdet mir noch... Wer widersetzt sich dem göttlichen Mandat? Okay. Ich stelle sie vor Gericht, aber Gott wird urteilen. So, dann ich haben wir diese morgen fort, mein König. Einen sehr hohen Steuersatz hier. Ja, Herr. Ehrenwerte haben wir schon Seite angreifen, Schottland? Nicht Schottland, Dänemark. Ja, bitte der angreifen. Niemals. Ja. Euer Angebot soll uns wohl zum Narren halten. Schade, oder? Ihr wollt jetzt vernünftiger sein, oder? Ja. Führen wir das. Ah. Dieses Treffen war recht nutzlos. Klingt nicht gut. Nutzlose Treffen sprechen immer für schlechtere Beziehungen zu den Leuten, denen man dieses ja. Gespräch führt. Sind wir dahin? Verwenden die Truppen. Panzerritter ausbilden. Eure Befehle? Den hier rüber schicken. Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Ja. Okay. So, und dann haben wir, was haben wir hier? Weiteres Merkmal erlangt. Das zwei Kommando auf See für unseren Kapitän. Ja! Weg her! Bogenschützen hat er? Da bräuchten wir Kavallerie. Die haben wir hier. Hm. Mein König! Fortbildung. Treiben wir hier. Und auch Ausbildung. Die noch fortbilden. Ja, da haben wir schon kein Geld mehr. Eure Befehle? Die schicken wir hier nach Angers. Marschiert! Verstärken da die Besatzung. Okay, und aus der Rennen schicken wir da nichts. Brügge. Ja, mein Herr. Inquisitor. Ah, okay, da kümmern sich um die Ketzer. Oder um Admiräle, um Kardinäle. Okay, Brügge, da haben wir Truppen. Ah, da haben wir einen Agenten. Kaufmann. Ja, mein König. So, dann schicken wir den nochmal. 7, 6, 11. Und was hat der hier? Flüsterswehrkrone. 11. Tja. 6, was ist das? Das sieht nur so aus, als wenn es was wäre. Hier haben wir Holz. 8 pro Runde wert. Hier hinten der Wein ist 18 wert. Der Wein hier auch 18. Die sind immer unterschiedlich viel wert. 14. Und hier ist noch Wein, der ist 36. Dann über den.
Morgen setze ich meine Reise mit dem da hinten hin. Könige unterliegen Göttern wie mir. Mein König? So, König? Ja, komm. Ja, mein König. Den Agenten kann ich jetzt nicht. Diensten. Ja, mein König. Gehen wir mal hier. Ich sorge dafür, dass ihr, wie ihr wollt, mein Lehe werden niemals aufgeben. Ja. Die Agenten durch. Mein König? Ja, mein Euer Wille geschehe. Ich bin Gottes Diener. Wohin geht es? Na gut. Stehe zu Diensten. Ja, Herr. Den könnten wir dann nochmal schicken. Hier, ja, es ist zum Reich. Freude, Seite angreifen, Dänemark. Ja. Nein, das wird nicht passieren. Na. Lebt wohl. Ja, die sind vermutlich zu schwach, wie ich schon in den Kommentaren gelesen habe. Könnten wir uns vermutlich auch kein Geld geben für Karteninformationen, die wir denen mal verkaufen wollten. Segel setzen. So, den schicken wir dahin. Wo hat der seinen Hafen? Gucken wir mal, hier kann er auf jeden Fall durch. Eventuell können wir mit der Flotte hier was blockieren. Bin mir da aber nicht sicher. Vielleicht können wir hier den Landweg blockieren, den es hier gibt. Weil wir hier eine militärische Einheit sind. Ah, gucken wir mal. Drück mal die Daumen, dass das so ist. So, dann haben wir hier unsere Flotte. Da ist seine Flotte. Wir machen das. Bereit machen zum Enten und angreifen, Männer. Ah, schade. Der Feind kennt keine Gnade. Alle Mann an die Ruder. Rückzug. Jo, und heute dann wir müssen wir die Runde beenden. Kein Geld mehr und auch sonst nichts zu tun. Bin ich mal gespannt. Ah, jetzt gehen sie auf Rennen. Okay. Dann wird sicherlich eine Runde... Also die müssen erstmal in der nächsten Runde anfangen mit der Belagerung. Dann haben wir noch eine Runde, die sie dann die Belagerung treiben müssen. In der Zeit können wir dann... guck mal, die kommen nicht durch. Die wir dann feindliche Truppen Flotte greift uns an. Rückzug unmöglich. Ach, schade. Verloren. Jetzt Portugal auch noch. Ist auch noch ein Krieg mit uns oder haben die einfach angegriffen? Weiß ich nicht. Inquisitor kümmert sich um die Ketzer, das ist schon mal schön. Kandidat zur Adoption. Auf unserer Seite. Ja, nehmen wir doch. Sexuell emanzipiert, grausam und gerissen. Na gut. Katastrophe in Aleppo, das ist weit weg. Das ist in Syrien. Produktionsstopp. Heiliges Römisches Reich, haben wir gute Beziehungen. Ja, mein Herr. Portugal. Ja, denkt ihr etwa, Waffenstillstand. Wir froh, euch zu sehen? Dafür fordern wir eine einmalige Zahlung in Höhe von 1000. Gucken. Ist immer noch sehr großzügig. Okay, Region abtreten. Ach, die haben nur noch eine Region. Einmalige Zahlung in Höhe von 2000 vielleicht. Ich sehe hier kein Problem. Hätten wir noch aufgehen können. Lebt wohl. Es war uns eine Freude. Na gut. Dann hätten wir noch aufgehen können mit dem Preis. Denke ich mal. Okay. So, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Oh, hier kommen die Mailänder. Einer großen Truppe. Was wollen die denn bei uns? Die sind neutral, naja. Fortbildung. Die fortbilden, dann unbedingt die fortbilden und die fortbilden. Ja, und dann natürlich die anderen hinterher. Dort wird da nichts. Die belagern uns noch nicht. Können wir hier nochmal eine Stadtmiliz ausbilden. So, dann... Ihr habt die falsche Flotte gewählt. Ja, dann haben wir jetzt hier sicherlich fortgebildete, genau, eine fortgebildete Flotte, genauso wie da. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Ja! Die schicken wir dahin und greifen an. Macht die Enterhaken bereit, wir greifen an. Gut. Sieg! Leider hat er keine Schiffe verloren. Wohin geht es? Dem ziehen wir weiter hier rüber. Kapitän.
noch weiter hier rüber. Ja, Kapitän. Und darüber. Da ist die Flotte. Okay, dann schicken wir die jetzt wieder hier zur. Mein Herr, Segel setzen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Zum Ausbessern. Gut. Gebaut werden kann hier nichts mehr. Kein Geld. Die Truppen können wir jetzt auch nicht rüberziehen. Wir werden niemals aufgeben. Ja. So, das ist auch schon eine gute Armee, die wir da haben. Lauere zwischen den Bäumen. Und der wird jetzt. Ja. Ja, da geht weiter in die Richtung. Ganz gleich. Sie sollen den ketzerischen Schmutz nicht länger verbreiten. Ich stehe genau. Zu Diensten. Okay, der wird sich dann da platzieren. Sehr wohl, mein König. Und wie sieht's hier hinten aus? Da ist eine große dänische Truppe. Wenn ihr einen Kampf wollt. Ach, die haben Belagerungsgeräte dabei. Ja, das kann interessant werden. So, Stettin. Die können nichts rekrutieren, die können auch nichts fortbilden. Da ist es nicht so gut. Hamburg hat fortgebildet und bildet fort. Boah, guck mal, wie viele Truppen wir hier haben. Vor allem an der Reiterei haben wir da eine Menge. Die dänische Armee besteht vor allem auch aus Stadtmiliz, Fernkämpfern, Bauern, Speermiliz und dann eben hier die Ballisten. Die sind sehr langsam. Da können wir versuchen, die Ballisten mit unseren Reitern zu besiegen. Vielleicht auch mit der Truppe hier. Kriegen wir die da noch unter? Ja, da haben wir zu viel. Wie lautet euer Befehl? Können wir noch Truppen kaufen? Können wir nicht. Ja, das könnte interessant werden. Dann. Wir werden niemals aufgeben! Die stellen wir mal. Stellen wir sie hin. Hier so. Auf der Straße platzieren wir die. Wenn die dann angreifen, haben wir die bei der Seite. Und die werden vermutlich nicht zuerst die Truppen hier angreifen, sondern erst Hamburg. Wenn Hamburg die Truppe hier angreifen, dann kann Hamburg da noch Hilfe leisten. Also die werden angreifen, das ist klar. Okay. Ja, wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? So, York. Tja. Das sieht soweit ganz gut aus. Wie sieht's hier oben aus? Wie gehört das? Kann man das da schon sehen auf der Karte? Rebellen. Oslo gehört den Rebellen hier oben. Offenbar. 80% sind katholisch. 15% Heiden und 2% Ketzer. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen, mein Herr. Ja, aber nicht allzu starke Truppen. Das ihr sind seid ja nicht mein Kommandant. Polen. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Greift an oder lasst mich. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Wohin geht es? Ich glaube mal. Wir bleiben noch stehen. Wenn Landeinheiten kommen, bin ich der Meinung, dass wir das blockieren können. So, dann schauen wir nochmal rüber. Hier haben wir doch sicherlich noch irgendwo unseren Diplomaten stehen da. Mein König. Und wir versuchen mit ihm zu sprechen. Wir stimmen nur unter Zwang zu. Hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Einmalige Zahlung. 100. Gucken, ob das ein großzügiges Angebot ist. Gut, dann erhöhen wir da das Ganze. 600. Vielleicht auch auf 500, denn ausgeglichen nehmen sie selten an. Denke ich. Probieren wir das mal. Ich schätze, wir können dem zustimmen. So. Das haben sie also angenommen. Ich denke mal, damit sind wir hier, damit haben wir das auch ausgeschöpft. Seht ihr, wir sind nicht besonders reich und, naja, gerade noch akzeptiert, da ist wohl das Ende der Fahnenstange erreicht. Gut. Heute hat die Diplomatie versagt.
Noch finde ich nicht. Aber ich finde, dass wir an der Stelle mal eine Pause machen müssen. Den schicken wir vielleicht beim nächsten Mal noch hier Richtung Portugal. Kann er gar nicht mehr, genau. Gut, dann machen wir jetzt an der Stelle eine Pause und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!